24 Books, Buch Nummer 2, Thomas Melle, 3000 Euro. Ein Satzjongleur in einem Laboratorium der Wörter. In jeder Hinsicht virtuos, das sagt Björn Heyer von der Welt über das neue Buch von Thomas Melle. Die Geschichte ist schnell erzählt und recht simpel. Eine junge Frau arbeitet an der Kasse in einem Discounter, bei einer Pornoproduktion mitgewirkt, um irgendwie an Geld zu kommen. Aber der Soll steht ihr noch aus, 3000 Euro. Ein junger Anwalt, hochverschuldet, geht vor Gericht, meldet Privatinsolvenz an. Es geht um 3000 Euro. Sie lernen sich an dieser Kasse im Discounter kennen und geben ihrer Liebe eine Chance. Aber schaffen sie es? Und kriegen sie die 3000 Euro? Lesen Sie es nach in dem Buch von Thomas Melle, 3000 Euro, erschienen im Rowohlt Berlin Verlag und hier erhältlich in der eisfreien Kulturtheke.